Ihr könnt endlich wieder zuschlagen beim Hardwarekauf. Oder lieber doch nicht? Denn die Preise sind mittlerweile gut bzw. auf einem erträglichen Niveau. Viele Karten sind stark gesunken und bei oder unter UVP. Wir schauen uns heute an, für wie viel Geld ihr gängige GPUs bekommt, wie viel ihr im Vergleich zur UVP zahlen müsst und wie sich die Preise seit dem letzten Marktcheck im Juni verändert haben. Außerdem verraten wir euch, warum ihr mit dem GPU-Kauf vielleicht dennoch etwas warten solltet. Und natürlich gibt es auch eine kleine Übersicht über CPUs und Arbeitsspeicher. Und damit gleich zur Sache. Die Geschichtsstunde über die Grafikkarten- und Chipkrise, die bösen Miner und die Lieferengpässe, die brauche ich euch, glaube ich, nicht nochmal erzählen. Wir wenden uns deswegen gleich etwas Schönerem zu, der Preisentwicklung der Grafikkarten. Dafür haben wir uns eine Beispiel-GPU in Form der RX 6800 XT von AMD ausgewählt und man sieht, der Preis sinkt stetig seit Winter. Dieses Modell hat zwar noch nicht die UVP erreicht, liegt aber nicht mehr weit davon entfernt. Andere Karten dagegen haben die UVP schon deutlich unterschritten. Der Trend setzt sich tatsächlich bis jetzt fort und der Preis sinkt. Und damit zu unseren hübschen Tabellen. Wir haben euch eine kleine Auswahl an Karten zusammengestellt, genauer gesagt 6 Modelle von Nvidia und 6 Modelle von AMD. Wir haben hier zum einen die UVP, den derzeitigen Preis und die prozentuale Differenz zwischen den beiden. Alles, was grün markiert ist, liegt schon unter der UVP, rot markierte Karten dagegen liegen noch darüber. Man sieht schon, die Mehrzahl unserer untersuchten GPUs liegen unter der Preisvorgabe des Herstellers. Spitzenreiter ist die 3090 Ti mit einer Preisreduktion um 33%. Grund dafür, die UVP wurde von Anfang an sehr hoch angesetzt. Sehr beliebte und Allround-Modelle wie die 3080 von Nvidia oder die 6800 XT von AMD sind noch nicht so günstig zu haben und liegen bei ca. 10-15% über der UVP und sind damit am Ende der Liste. Spar- bzw. Preis-Leistungstipps im High-End ist auf jeden Fall die 6900 XT von AMD für 869 Euro. Im Low-Budget-Bereich kann man die RX 6600 empfehlen. Die ist nämlich für 279 Euro zu haben und ist damit ein ganzes Stück unter der unverbindlichen Preisempfehlung. Was uns natürlich auch abseits des derzeitigen Preises der Grafikkarten interessiert ist, wie haben sich die Preise seit dem letzten Marktcheck verändert? Das sehen wir auf dieser kleinen Tabelle. Praktisch jede Karte hat sich seitdem deutlich vom Preis reduziert. Wenn man mal von der RX 6500 XT absieht, die um 5% gestiegen ist, was man aber wohl als Schwankung abtun kann. Die stärkste Preisveränderung hat mal wieder die 3090 Ti mit minus 23%. Aber auch die anderen GPU-Modelle haben einen durchschnittlichen Preisabfall von 9,3% innerhalb von 2 Monaten erlebt. Das ist schon mal eine sehr positive Entwicklung. Und damit zu den Prozessoren. Für alle Intel-Fans gibt es hier leider schlechte Neuigkeiten, für die AMD-Fraktion gute. Wie man anhand dieser Beispielpreisentwicklung sieht, haben sich die Preise für Intel-CPUs etwas erhöht. Diese Erhöhung zieht sich fast durch die komplette Produktpalette von Intel. Seit unserem letzten Marktcheck sind fast alle CPUs etwas teurer geworden. Seitens AMD sieht die Situation dagegen anders aus. Die Preise waren im letzten Marktcheck auch schon niedrig, sind aber noch weiter gefallen, was man gut bei unserem Beispielpreisverlauf erkennen kann. In unserer Tabelle könnt ihr euch genau anschauen, wie die CPU-Preise derzeit im Vergleich zu UVP liegen. Einige AMD-Prozessoren sind besonders preiswert, was den 5950X für 519 Euro zu einem super Angebot macht. Vor allem im Hinblick auf die sehr hohe Anwendungsleistung des 16-Kerners. Mit 468 Euro ist AMDs 5800X 3D für Spiele eine gute Wahl. Wer das Allround-Paket sucht, ist beim 12900K gut aufgehoben. Leistungsstark und immer noch bezahlbar ist der 12400F. Warum ist das so? Intel-CPUs sind derzeit in vielen Bereichen schneller. Ryzen 5000 ist etwas in die Jahre gekommen und leistungstechnisch hinter Intel. Die neuen AMD Ryzen 7000 Prozessoren stehen ebenfalls schon in den Startlöchern. Natürlich braucht ihr auch einen passenden Arbeitsspeicher für euer System und könnt euch bei Alder Lake für DDR4 oder DDR5 entscheiden. Glücklicherweise sind die Preise für DDR5 weiter gefallen. DDR4 bleibt mehr oder weniger stabil auf einem sehr niedrigen Niveau. Unser Beispiel DDR5 RAM ist ein Kingston Value mit 4800 MHz, CL40, und 16 GB Kapazität. Der kostet derzeit um die 91 Euro. Im Vergleich zum Beispiel DDR4 RAM in Form des G-Skill Aegis 3200 MHz CL16 für 52 Euro ist der Aufpreis also nicht mehr so hoch. Ja, es gibt im Preis noch einen deutlichen Unterschied, allgemein lässt sich DDR5 aber nicht mehr als überteuert bezeichnen. Wer zum moderneren Arbeitsspeicher greifen will, kann das also bedenkenlos tun. Doch jetzt zur eigentlichen Hauptfrage. Kaufen oder nicht kaufen? Die GPU-Preise sind stark gesunken und das ist erstmal natürlich ein starker Kaufgrund. Und auch bei den AMD-CPUs ist dies der Fall, genauso wie beim DDR5 RAM. Preislich spricht also nichts mehr dagegen aufzurüsten. Aber Vorsicht, die neuen Grafikkarten genauso wie Ryzen 7000 stehen in den Startlöchern. Es könnte also durchaus in naher Zukunft eine höhere Leistung für den gleichen Preis warten. Wer jedoch aus verständlichen Gründen nicht mehr warten will, der kann ohne Schmerzen einkaufen gehen und sich den Traum von der neuen Hardware endlich erfüllen.
Ich hoffe, diese kleine Marktübersicht hat euch ein bisschen weitergeholfen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.